B5 aktuell. Extra. Informationen zum Coronavirus. Ein Podcast von B5 aktuell. Wir sind auch heute wieder verbunden mit Professor Hendrik Streeck. Er leitet die Virologie am Uniklinikum Bonn. Ich grüße Sie, Herr Professor Streeck. Hallo, Frau Tschutschinski. Herr Streeck, Sie sind auch heute wieder uns zugeschaltet aus dem Kreis Heinsberg, aus der Schule in Gangelt. Wie ist die Lage vor Ort heute? Ja, es läuft wirklich sehr gut an. Wir haben einen regen Rücklauf der eingeladenen Probanden, die alle gerne mitmachen und gerne dabei sind. Und wir haben auch noch schönes Wetter, was dazu kommt. Also es ist eigentlich sehr gute Stimmung und auch eine gute Stimmung, dass wir gute Ergebnisse bald liefern können. Sie haben ja gestern hier die Hiobsbotschaft verkündet, die Sie selber gerade erfahren hatten, dass auf dem Gelände Ihres Uniklinikums eine Fliegerbombe gefunden wurde. Wie ist denn da der Stand? Also das Klinikum muss in der Tat gerade evakuiert werden, zum größten Teil, wo auch Covid-19-Patienten leider verlegt werden müssen. Generell ist ja so eine Evakuierung schwierig für ein Klinikum. Da muss man sich ja vorstellen, dass da sehr kranke Menschen und wirklich auch ja beatmete Menschen dann verlegt werden müssten. Da muss abgewogen werden, ob eine Verlegung wirklich sinnvoll ist oder zu gefährlich für den Patienten ist. Wir von der Virologie liegen direkt außerhalb des Bereichs, der evakuiert werden muss. Bei uns ist es so, dass wir ab 14 Uhr eigentlich entweder, also die Kollegen, nur die wichtig sind, arbeiten dürfen, aber bis 18 Uhr absolute Ausgangssperre herrscht und jetzt um 16 Uhr die Entschärfung dann beginnen kann und man rechnet dann, dass man um 18 Uhr, dass es dann mit der Arbeit weitergeht. Aber hat es jetzt Ihre Labortätigkeit auf dem Gelände beeinträchtigt? Also mussten Sie sich jetzt irgendwie arrangieren mit Kollegen in Köln? Das stand ja auch so ein bisschen zur Debatte. Ja, wir wussten eben nicht, ob wir evakuiert werden müssten oder nicht. Also das Institut liegt direkt an der Grenze zum Evakuierungsbereich. Und wir haben glücklicherweise das Okay bekommen, dass die Labortätigkeit, aber auch die Diagnostik weiterlaufen kann. Das ist für uns sehr wichtig, weil man ja, wenn man dann plötzlich 100, 200, 300 Proben nicht bearbeiten kann am Tag, dann in so einem Rückstau kommt, dass die nächsten Tage das schwierig ist, das wieder aufzuholen. Das heißt, Sie konnten jetzt dann doch glücklicherweise erstmal so weiterarbeiten wie bisher. Weil Sie gesagt haben, Sie sind hoffnungsfroh, dass es bald Ergebnisse gibt. Können Sie inzwischen so ein bisschen absehen, ab wann Sie so erste Ergebnisse uns präsentieren können? Ja, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da kann es ja immer mal sein, dass was dazwischen kommt, wie man das gestern gesehen hat mit der Fliegerbombe. Und es kann dann ja auch mal sein, dass solche Experimente nochmal wiederholt werden müssen, um valide Daten zu haben. Daher möchte ich nicht gerne auf ein Datum mich festsetzen, aber wir hoffen, dass wir Ende nächster Woche die ersten Ergebnisse haben werden. Es wird morgen in München vorgestellt eine, soweit ich das jetzt absehen kann, ganz ähnliche Untersuchung. Es sollen auch in München 3000 Menschen befragt, untersucht, analysiert werden, um so eine stichprobenartige Erhebung zu machen. Wie ist das? Sind Sie jetzt untereinander vernetzt mit den Kollegen, die das machen? Wir haben ja über Vernetzung in der Forschung hier schon gesprochen, aber bei diesen ganz konkreten Studien, tauschen Sie sich da aus? Wissen Sie gerade voneinander oder läuft da gerade einfach ganz viel parallel, weil es halt schnell gehen muss? Ja, ich erfahre das ehrlich gesagt gerade von Ihnen, dass so eine Studie in München läuft. Das ist wichtig und das ist richtig, dass so eine Studie auch in anderen Orten beginnt. Auch zur Ermutigung hoffe ich natürlich, dass auch das WHO-Protokoll, also die haben ja ein Entwurfsexemplar eines Protokolls verwendet, dass die Münchner Kollegen das benutzen. Aber wie man jetzt aus meiner Antwort merkt, ist leider das Problem der Faktor Zeit. Viele starten gute Experimente und gute Versuche und versuchen schnell durch die Studien schnelle Ergebnisse zu erreichen. Aber da bleibt eben die Vernetzung ein wenig auf der Strecke. Dann gebe ich jetzt hier mal den Vernetzer, weil ich nämlich die Gelegenheit habe, morgen tatsächlich die Forscher dort zu begleiten am Vormittag. Und dann würde ich sagen, tauschen wir uns, wenn wir uns mittags sprechen, darüber aus, was da in München dann passiert. Da weiß ich dann vielleicht auch schon mehr bis morgen Mittag. Das könnte zumindest sein.
Das ist doch eine großartige Lösung. Genau. Währenddessen merken wir so in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass immer mehr Stimmen auch laut werden von Leuten, die sagen, wir brauchen noch ganz andere Daten. Wir haben uns ja auch eben über die neue sozusagen Lust an den Daten auch schon unterhalten hier. Wir haben tatsächlich heute Morgen Professor Gerd Antes im Programm gehabt, den früheren Chef der Cochrane Collaboration in Deutschland. Und er sagt eben, ja, wir haben eigentlich gerade die falschen Daten. Und er sagte heute im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, er würde gar nicht verstehen, warum man solche stichprobenartigen Untersuchungen jetzt in Heinsberg zum Beispiel macht, weil er sagt, da weiß man doch schon, dass das Virus sich verbreitet hat. Was antworten Sie ihm denn? Also meine allererste Antwort ist, es ist natürlich immer leicht, hinterm Schreibtisch zu sitzen und zu sagen, man braucht mehr Daten, wenn man nicht derjenige ist, der die Daten selber erhebt. So eine Datenerhebung ist kompliziert, schwierig, und wie man das hier sieht, da sind mit dem ganzen Klinikum und den Studenten über 70 Leute involviert, um sowas in kürzester Zeit zu schaffen. Natürlich wissen wir, dass das Virus hier ist und durchseucht ist, aber wir wissen überhaupt nicht, wie viele infiziert sind. Das wurde noch nie erhoben, irgendwo in Deutschland, systematisch. Und an dem Interesse von vielen verschiedenen Institutionen, Behörden und Forschern sehe ich einfach, dass es einen hohen Bedarf gibt an diesen Daten, weil sie alle nach unseren Ergebnissen fragen. Sein Argument ist auch, er sagt, wir bräuchten die Daten im Prinzip dort, wo wir bisher noch gar keine Ahnung haben, wie die Durchseuchung ist. Also quasi in der Fläche irgendwo auf dem flachen Land, wo bisher keinerlei Hotspot oder so aufgetreten ist. Hat er damit recht? Bräuchte man das zumindest ergänzend auch? Das glaube ich schon, dass man sowas ergänzend auch braucht. Genauso wie die Daten in München. Die Durchseuchung in Bayern mag ganz anders aussehen als hier in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen zurückrechnen von der Testkapazität, die hier gewesen ist, wie viel getestet ist, darauf Rückschlüsse ziehen können, wie viele am Ende eigentlich auch infiziert waren in diesem Ort. Sowas braucht man aber auch auf dem Land und an anderen Stellen in Deutschland. Und ich würde auch Herrn Antes bemühen, selber solche Studien aufzusetzen und zu versuchen, genau diese Daten zu erheben. Was wir auch jetzt bemerken, ist, dass Universitäten verstärkt zu Blutspenden aufrufen, und zwar genesene Patienten, Patienten, die eine Covid-19-Erkrankung hinter sich gebracht haben, ihr Blut zu spenden, um daraus ein Serum zu gewinnen. Wir haben das hier auch schon mal gestriffen, das Thema. Erklären Sie uns nochmal, wie funktioniert das denn dann? Also das ist ein altes Prinzip, also was auch in den 60er Jahren häufiger verwendet wurde, und ein gutes System, um schwere Fälle oder schwere Verläufe abzumildern und solche Menschen vielleicht sogar auch zu retten. Was eigentlich gemacht wird, es wird das Blut von jemandem anderen genommen und dort die Antikörper rausgezogen, manchmal sogar nur das Plasma, also die Blutflüssigkeit reicht dabei schon. Und es wird dann rein infundiert, also in den Patienten gegeben. Und da kämpfen dann quasi zwei Immunsysteme gleichzeitig gegen das Virus. Also es ist nicht nur das eigene Immunsystem, was sowieso schon kämpft, sondern auch das Immunsystem des Spenders, der ja schon mal erfolgreich das Virus besiegt hat. Und das heißt eben, das Blutplasma des Genesenen ist sozusagen dann das Medikament für den, der gerade erkrankt ist. Das ist ganz genau so, und eben das Tolle daran ist, dass man ja schon mal ein Immunsystem mitkämpfen hat. Also das ist quasi wie ein Buddy, der dann so ein Kumpel im Körper, der dann mitkämpft gegen das Virus. Also dass man nicht nur alleine kämpft, sondern zu zweit. Darum würde ich auch da hier ermutigen, dass die Leute, die das durchgemacht haben, also eine Covid-19-Infektion und genesen sind, sich ruhig melden, um hier anderen Menschen beim Kampf gegen das Virus und die vielleicht einen schweren Verlauf haben, zu helfen. Das ist aber nichts, was man für die breite Therapie, also für viele Patienten herstellen kann, weil es aufwendig und ja wahrscheinlich auch teuer ist? Es ist ein aufwendiges Verfahren, und es ist ja auch nicht nötig, dass jeder Patient, der eine Covid-19-Infektion hatte, sowas braucht. Es ist denen vorbehalten, die wirklich schwere Verläufe haben, also Verläufe, wo die auf der Intensivstation sind, die vielleicht intubiert werden müssen und beatmet werden müssen oder so eine extrakorporale Beatmung brauchen, also eine ECMO. Für diese Verläufe können Antikörper extrem hilfreich sein und können solche Spenden hilfreich sein, aber
jeder Patient oder jeder, der eine Infektion hat, für die ist das sicherlich nicht etwas, was notwendig ist. Lassen Sie uns noch mal kurz über die Tests sprechen. Wir wurden von Hörern jetzt vielfach gefragt, ob man denn beziffern kann von diesen Hunderttausenden von Testen, die inzwischen gemacht wurden, wie viele tatsächlich davon positiv getestet wurden. Also ob man das in Prozent angeben kann. Ja, das sind auch sehr wichtige Fragen, wie hoch die Durchseuchung quasi ist. Also danach kann man das so ein bisschen ablesen, wenn man Leute mit einer Erkrankung, wenn die positiv getestet werden oder nicht, dass man ablesen kann, ob da ein hoher oder eher niedriger Durchseuchungsgrad ist. Meines Wissens gibt es da derzeit keine wirklich verlässlichen Studien, weil ja nur die positiven Ergebnisse gemeldet werden. Aber man nimmt an, dass sich das so in einer Größenordnung derzeit von 10% bewegt. Und um das verlässlich zu wissen, da kommen wir wieder auf das Thema, dass wir irgendwann einfach diese Antikörpertests brauchen, um nachzuweisen, wer die Erkrankung tatsächlich hatte und wer nicht. Ja, das ist eben ein guter Weg, das zu zeigen, obwohl wir im Moment noch nicht mit Sicherheit sagen können, dass auch jeder, der eine Covid-19-Infektion hatte, zum Beispiel auch einen positiven Antikörpertest hat. Das ist bei anderen Infektionen ist das fast ein 100%iger Ausschlag. Aber bei Covid-19 gibt es einfach derzeit noch nicht die verlässliche Daten, dass jeder, der mal infiziert gewesen ist, auch ein positives Testergebnis haben wird. Aber im Antikörpertest. Ist es tatsächlich virologisch überhaupt denkbar, dass ich eine Infektion hatte und keine Antikörper entwickle? Ja, es kann eben sein, dass man Antikörper entwickelt, aber dass man so eine milde Infektion hatte, dass sich die Antikörper gar nicht so in großen Mengen gebildet haben. Also nicht eine richtig starke Antikörperproduktion vorliegt und wir das dann eben im Antikörpertest dann auch nicht nachweisen können. Das kann passieren, das gibt es bei einigen anderen leichten grippalen Infekten und da liegen einfach im Moment noch nicht die Daten vor, ob wir immer ein positives Ergebnis haben werden. Wir haben ja schon viel über sozusagen den dunklen Markt der Schnelltests gesprochen. Also dass es jetzt viele gibt, die plötzlich unseriöse Angebote machen, auch den Krankenhäusern und den Vertretern der Krankenhäuser. Ich habe auf Instagram eine Internetseite gesehen, die sich verbreitet, wo sich jeder einen Schnelltest bestellen kann. Also da heißt es dann Kassettenschnelltest zum qualitativen Nachweis von IgM und IgG-Antikörpern gegen Covid-19. Testergebnisse nach 15 Minuten für den professionellen Gebrauch. Was ist davon zu halten? Erstmal sollte man immer vorsichtig sein bei Angeboten, die nicht über seriöse Anbieter oder verlässliche Anbieter kommen. Also gerade bei solchen Schnelltests, ganz egal für oder wogegen das ist, sollte man sich an die Apotheken wenden, an die Ärzte, die sich damit auch wirklich auskennen. Sowas im Internet zu bestellen hat immer das Risiko, und das ist auch zum Beispiel für einen HIV-Schnelltest der Fall, dass es zu einem falschen Ergebnis kommt oder unzuverlässigen Ergebnissen kommt. Und gerade bei solchen Erkrankungen will man ja dann nicht ein unzuverlässiges Ergebnis haben. Der Covid-19-Schnelltest für IgG und IgM, und darüber hatten wir ja auch schon mal geredet, der schlägt ja erst aus, wie wir das gezeigt hatten, auch in Heinsberg in einer verblindeten Stichprobe, dass der ausschlägt, wenn die Erkrankung eigentlich schon fast vorbei ist. Also die Antikörper kommen ja mit dem Abklingen der Symptome, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie gezeigt hat. Und wir gesehen haben, dass in der Sensitivität der ungefähr nur bei 40% liegt. Das bedeutet, dass der Großteil der Infizierten durch den Test überhaupt nicht erkannt wurde. Hat er dann einmal ausgeschlagen, dann hat er das auch richtig angezeigt, dass jemand positiv war. Also er hatte eine gute Spezifität. Okay, das heißt aber eben negativ heißt eben nicht zwangsläufig negativ. Also das könnte das falsche Ergebnis sein. Das ist genau das, was am häufigsten dabei rausgekommen ist. Und das ist natürlich problematisch, wenn sich jemand in der Sicherheit wiegt, dass er negativ wäre nach dem Schnelltest, aber eigentlich positiv ist und dann zum Beispiel seinen Freunde in den Arm nimmt und sagt, hier, ich habe mich negativ getestet, müsst keine Sorge haben, und in falscher Sicherheit dann das Virus sehr viel mehr verbreitet. Das bringt mich nochmal zurück zu den PCR-Tests. Was weiß man da eigentlich über falsch positive Ergebnisse? Also ist der Test so sicher, dass man sagt, ein positives Ergebnis ist in jedem Fall immer ein positives Ergebnis, oder gibt es da auch falsch positive Ergebnisse? Da hängt es ein bisschen davon ab, was für ein Test durchgeführt werden wird. Also bei uns ist es so, dass wenn wir ein
positives Ergebnis haben, dass wir dann nach einen Bestätigungstest machen, wo wir andere Bestandteile des Virus nachweisen. Also wenn wir ein positives Ergebnis haben, wird immer ein zweites Ergebnis nachgeschaltet oder falscher Test nachgeschaltet, um sicherzugehen, dass er wirklich positiv ist. Es kann nämlich immer mal bei einer PCR der Fall sein, dass man zum Beispiel eine Kontamination hat, dass von einer Probe in die nächste Probe ein bisschen Virus oder genetisches Material reingelangt und man dadurch ein falsches Ergebnis erlangt. Und daher ist es immer wichtig, da quasi doppelte Ergebnisse zu machen, doppelte Testverfahren zu haben, damit man eben nicht vor etwas warnt, wovor man gar nicht warnen muss. Herr Strick, lassen Sie uns einmal kurz über etwas sprechen, über das wir tatsächlich noch nie an dieser Stelle geredet haben. Und das ist Osteuropa. Wir haben ja lange aus Osteuropa sehr wenig gehört, was Covid-19 angeht. Inzwischen wissen wir, dass auch in Moskau eine Ausgangssperre verhängt wurde. Haben Sie Kontakt in irgendeiner Form oder nehmen Sie etwas aus Osteuropa wahr, was diese Epidemie angeht? Ja, wir haben das unter Kollegen auch schon diskutiert, dass wir relativ wenig über Osteuropa und auch Russland wissen. Also vor allem aber auch aus Ländern wie der Ukraine oder Weißrussland wirklich gar keine Meldungen kommen. Ich selber weiß nicht, wie die Infektionen dort sich verhalten oder wie hoch dort die Durchseuchung ist. Ich nehme an, dass einfach, aber ich kann es nicht mit Fakten belegen, aber ich nehme an, dass wenig getestet wird und dadurch das Virus auch nicht auffällt. Dass wir das später mit Verzögerungen vielleicht dann noch sehen irgendwann. Es ist eben die Frage, ob es nur auffallen wird, weil eine erhöhte Sterberate vorliegt unter älteren Personen in diesen Ländern, aber einfach vielleicht auch aufgrund der Kapazitäten und Ressourcen wenig getestet werden wird. Letzte Frage für heute, Herr Strick. Wie ist die Stimmung in Ihrem Klinikum? Jetzt klar, Ausnahmesituation mit der Evakuierung, aber an sich sind inzwischen deutlich mehr Patienten. Wie ist die Lage bei den Intensivbetten? Wie ist da der Stand? Also die Stimmung ist immer noch gut. Also es ist nicht das Gefühl, dass wir jetzt überrannt werden mit Covid-19-Patienten. Natürlich haben wir auch einige auf der Intensivstation liegen. Wir haben auch Patienten aus Italien, die bei uns zu uns eingeflogen wurden. Aber die Intensivmediziner sind gut darauf vorbereitet und haben im Moment einige Kapazitäten, um mehr Patienten auch aufnehmen zu können, wenn der Bedarf sich so entwickeln sollte. Herr Strick, dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch heute. Ich wünsche gute Nerven und wir sprechen uns dann hoffentlich morgen wieder. Vielen Dank, schönen Tag noch.